Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MotoGP 17 bei der Fahrerkarriere. Wir waren hier stehen geblieben beim zweiten Rennen und das werden wir auch wieder mal so machen, doch wir werden die KI-Schwierigkeitsgrad hochstellen auf realistisch. Ich habe mir überlegt, machst du zwei Runden mehr rein? Weil ihr seht ja selber, 15 Runden, 5, 8 Runden, ob wir wieder die 35 machen. Heute fahre ich mal die 35%. Da bin ich mir noch selber nicht ganz unschlüssig bei der. Bei den Pfeifen bleiben wir komplett gleich. Die Lenkhilfe bleibt aus, genauso wie die automatische Bremsen. Die gekoppelte Bremse mache ich rein. Die Ideallinie lasse ich komplett drin. Halbautomatik und so weiter, das bleibt alles gleich. Da hat auch keiner irgendwie was von euch geschrieben, ob er das schlecht oder gut findet. Deswegen mache ich das ganz einfach auch so, so wie es mir halt am besten passt. Weiterhin noch in dieser Red Bull-Klasse, wo ja alles sehr, sehr eng aussieht. Wir werden uns vielleicht heute auch mal mit den Feineinstellungen, also sprich mit den Setup-Einstellungen des Bikes uns mal vertraut machen. Ein Kritikpunkt habe ich mittlerweile schon gefunden, dass man gleich geportet wird auf die Strecke. Also das ist quasi ja diese fliegende Runde, wo ich eigentlich nicht so wirklich der große Fan von bin. Sondern das fand ich schon in MotoGP 15 immer relativ gut, dass man quasi, ja, quasi aus der Boxenstange wirklich rausgefahren ist. Und man nicht gleich auf die ja, letzte Kurve oder vorletzte Kurve geportet wird, was ja hier leider doch der Fall ist. Livestream gab es auch schon zu diesem Spiel. Also der kam ja dann für euch, wo ich muss überlegen, vorgestern oder vorvorgestern raus. Da haben wir ja so ein bisschen die Manager-Karriere angefangen. Das möchte ich eigentlich auch gerne beibehalten. Und zwar beibehalten im Stream. Also es wird dann kein Projekt werden. Diesbezüglich, danke für den Sturz. Bezüglich, ja, also es wird separat im Stream kommen, die Managerkarriere. Wir werden im normalen Display nur die Fahrerkarriere machen. Und damit, die ist nicht so umfangreich, will ich damit sagen. Die ist nicht so umfangreich. Aber ich glaube auch nicht gerade unspannend. Ist eigentlich genauso spannend, weil es ist eigentlich fast das gleiche wie die Fahrerkarriere, nur dass du halt dich nicht um dein groß um dein Team kümmern musst. Von daher, ja, passt das eigentlich schon. Wir konzentrieren uns halt nur auf unsere Leistung auf der Rennstrecke. Und das ist auch schon immer nicht so ganz ohne. Die Strecke hier hat so ein bisschen ja, ihre Tücken, ihre Macken. Finde ich aber geht sogar noch. Aber der da vorne fährt schon einiges weg. Der Quervergleich zwischen schwer und realistisch hat der liebe Jan geschrieben, beträgt 2 Sekunden. Im Qualifying wird das gut 2 Sekunden, weil die fehlen. Oder haben der KI schon gefehlt auf mich. Ja, hier sind die Fahrzeuge auch, die Bikes besser gesagt. Ich bleib bei dem Wort Bike. Weil für mich ist Bike zu umgangssprachlich. Motorrad ist zu lang, Bike ist schön kurz gehalten. Deswegen werde ich dabei bleiben. Der Vorteil hier ist einfach daran, die sind gleich schnell circa in dieser Klasse. Also hier kommt wirklich nur auf dem Fahrrad. Und das erklärt die wenigen Zeitrückstände im Qualifying zum Beispiel. Ja. Und das finde ich zum Beispiel relativ gut. Boah, die letzte Kurve war jetzt schon sehr schön genommen. Und für alle, die viel mit Motorsport ja was anfangen können, die sind momentan auf meinem Kanal ja gut bestellt. Also gut bestellt im Sinne von, es gibt viel Auswahl momentan. MotoGP, Dirt 4, also die ganzen Klassiker, oder die man sich hätte freuen können. So, die schmeiße ich gleich mit um, weil du mir schön im Weg stehst, du Jonas, du da. Also damit ist auch die Runde im Eimer. Ich höre nicht einen da mal kurz auszuweichen, denn ich sehe das gerne, wie der auf die Fresse fliegt. Der fährt 2-1, das sind 6 Sekunden, das hat mich der Sturz schon gekostet, das kommt ungefähr hin. Ja. Vielleicht habe ich jetzt auch mal ein paar Duelle hier. Also, wie gesagt, momentan gibt es eigentlich 3, ja, Rennspiele, die für die meisten sehr interessant sind. Ich finde eigentlich alle 3 interessant, weil alle 3 machen immer noch Fun zu zocken und das wird sich auch glaube ich jetzt momentan nicht ändern. Gut, der kann die Linie da nicht halten, geil, der konnte die Linie da nicht halten, deswegen bin ich wieder dran vorbei. Hab man jetzt zum Beispiel schön im Vergleich gesehen, wenn ich die Linie nicht halten kann, was dann passiert, richtig, dann
ziehen sie halt einen vorbei. Also den Scheitelpunkt zu treffen und die Kurven eng zu fahren, ist wirklich das A und O. Ist mir schon aufgefallen. So, einen auf Rambock kann man ja auch gerne machen. Das Angreifen und Verteidigen, das muss auch noch gelernt sein. Also man merkt hier quasi wie ein Amateur, sage ich jedes Mal, hier das ganze noch fährt. Deswegen ich eigentlich der Meinung bin, realistisch ist noch eine Nummer zu hoch für mich. Wobei ich natürlich hier gut mithalten kann. Aber das sieht im Rennen halt immer ganz anders aus. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Also jetzt kommen schon ein bisschen zu den Kritikpunkten und zu den ja, schönen Sachen dieses Spiels. Ich fange da lieber immer gerne bei den Kritikpunkten an und gehe dann immer gerne in das Schönere, was dann später kommt. Ich muss den Windschatten spüren hier. Ja. Also wirklich das Positive ist wirklich daran die Vielfältigkeit. Hier gibt es sogar noch einen Koop-Modus. Also wirklich, man kann online Koop fahren und es gibt auch noch den berühmten und da beliebten Splitscreen-Modus in diesem Spiel. Also von der Vielfalt überzeugt das Spiel auf jeden Fall. Ja. Du hast wirklich viele Möglichkeiten. Du kannst eine Fahrerkarriere machen, du kannst eine Managerkarriere machen, du kannst so viel machen, du kannst eine Koop mit deinem besten Freund machen, du kannst Splitscreen im schlimmsten Fall nur spielen, wenn danach ist, du kannst Meisterschaften online fahren, ja. Also da ist wirklich kaum eine Grenze nicht gesetzt. Und ja, von daher passt das eigentlich schon. Und wirklich, die Vielfalt ist geil. Auch die Managerkarriere haben wir gestern, oder ja, in meinem Fall gestern reingeschnuppert. Ist echt nicht verkehrt. Ah, hier verlieren sie Zeit. Okay, hier verlieren sie Zeit in dieser Ecke. Zumindest auf realistisch. Ich denke mal, dass da noch andere Kurven gibt, wo sie auch noch Zeit liegen lassen. Wie zum Beispiel hier in der schnellen Links. Die Negativpunkte. Ja, ist zum einen die KI, habe ich schon gehört. Die soll jetzt nicht unbedingt die stärkste sein. Für mich reicht die noch. Ja. Für mich reicht die noch, weil ich noch, wie gesagt, ein kompletter Anfänger bin. Aber ich merke es ja hier auch schon auf realistisch. Klar, ich war noch mit der Ideallinie. Ich bin zum Beispiel einer, der eigentlich das auch nicht gerne sieht, dass jemand mit der Ideallinie fährt. Aber ich kenne zum Beispiel diese Strecke gar nicht. Zum Beispiel 7 Zentimeter bin ich schon langsamer als der schnellste. Das sagt auch schon einiges aus. Also für mich reicht das noch. Also für mich ist hier noch eine Herausforderung, sagt man immer so gerne, eine Herausforderung drin. Wenn für andere das keine Herausforderung ist, sondern Routines runterfahren, was ja bei mir einfach bei Formel 1 der Fall ist. Da ist das bei mir ja Routines runterfahren. Boah, ganz langsam zurückkommen. Also die 1, 2, 1 fahre ich nicht. Ich fahre hier eine 2, 2, 2, 4. Keine Ahnung, was die davon gefahren sind. Auf jeden Fall, ich bin letzter. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen. Nein, das ist ja nicht dein passender Schwierigkeitsgrad. Wenn du dich jetzt nicht noch groß steigern kannst. Zumal ich aber nicht das Gefühl habe, dass man unbedingt perfekt bei der Ideallinie bremsen kann. Zum Beispiel die ganze hier voll fahren. Ja, und die hier nachfolgende, die musst du eng fahren. Zumal wir auch in der Motorstreak-Klasse dann, wenn wir da aufsteigen, auch nicht im stärksten, oder ich möchte nicht gleich im stärksten Team anfangen, sondern ja eher in so ein Mittelfeld-Team, was so ein mittelmäßiges Bike hat und dann eher wirklich spannende Zweikämpfe hat, weil das liebe ich an der Moto GP zum Beispiel, die Zweikämpfe gegeneinander, das wirklich Rad-an-Rad-Duell, was ja in der Formel 1 ja schon ein bisschen, ja, fehlt, im großen Stil fehlt. Jetzt bin ich hier dicht dran. Okay, die Kurve fand ich jetzt auch nicht schlecht. Und die Konzentration natürlich bei dem Spiel liegt hauptsächlich immer noch beim Gameplay. Okay, man kann hier sehr spät bremsen mit den Dingern. Gut, der bremst ja auch für mich mit der Hinterradbremse. Und dann bin ich auch schon vorne. Und das finde ich auch immer faszinierend. Schon bis zu einer Sekunde schneller als deine persönliche Bestzeit. Und auf einmal bist du da. Auf einmal bist du dann da. Wenn du dann hier so ein bisschen 10 Minuten, also 2 Minuten ist lang für eine Runde. Beispiel bei der Kurve muss ich schon direkt reinlegen. Aber da fahren die zum Beispiel schneller.
Das hat man deutlich gesehen, dass ich im Schlusssektor die ganze Zeit, ja, liegen lasse. Und bleibe trotzdem damit letzter. Also, der Schlusssektor ist mein Problem. Und zwar gnadenlos mein Problem. Hoppala, das war jetzt gecuttet. Das hätte mir aber keine Zeit gebracht haben. Also ihr seht schon davor, ich habe meine Schwierigkeiten, denen zu folgen. Das heißt, im Rennen wird das noch übler werden. Und 2 Sekunden ist ja auch eine kleine Ansage, ja, zwischen den Schwierigkeitsgraden, wenn es wirklich so stimmt. Ich kann es nicht beurteilen momentan. Dafür müssten wir dann hier wieder runterstellen. Dann könnten wir es wirklich genau sehen, wie viel es dann wirklich tatsächlich ist. 2 Sekunden wird zum Beispiel in Formel 1 sehr viel. Und das halte ich auch hier für sehr, sehr viel. Aber da war jetzt die Kurve weit schlecht gefahren. Da habe ich wieder Zeit liegen lassen. Zumal wenn die noch... Also wenn ich fehlerfrei fahren würde, noch mehr fehlerfrei würde, weil jetzt bin ich mehr 13 zurück. Und auch die Strecken schon kennen würde und die, ich sag mal so, Bremspunkte auch kennen würde. Dann wäre es, ich glaube, dann wäre realistisch vielleicht sogar möglich. Oder man fährt ja auch irgendwann über den Schwierigkeitsgrad. Also die Schwachstellen, das sieht man ja hier schon, es sind ganz klar langsame Kurven. Langsame Kurven, das ist der Schwachpunkt der KI. Während sie in schnellen Kurven, die ich zum Beispiel auch eigentlich lieber fahre, deren Stärken sind. Ich bin schon in Le Mans hier gefahren. Da hatte ich schon das Gefühl, dass die da stärker sind. Und dieses Gefühl werde ich hier auch nicht los, dass sie da stärker sind. Ich bin schneller gefahren, um 2 Zehntel. Jetzt. Und das lag auch nur in der letzten Kurve, die bin ich ein bisschen anders angegangen diesmal. Und schon sind wir nicht mehr auf dem letzten Platz, sondern auf den vorletzten. Ich finde die Strecke eigentlich schön zu fahren. Und ja gut, irgendwann kommt es auch in diesen, in diese Controller-Geschichte rein. Ich bin ja kein Konsolenspieler mehr in dem Sinne. Früher war ich das viel, viel mehr. Also hier N64, PlayStation 1. Da hatte ich auch keine Probleme mit dem Controller zu spielen. Mittlerweile sieht es halt ein bisschen anders aus. Ich bin mehr jetzt der PC-Spieler geworden und noch mehr mit Lenkrädern. Oder gerade Rennspiele mit Lenkrad. Egal wie man die Kurve fährt, ja. Ich habe da immer meine Probleme mit. So, diesmal sind wir aber auch im Windschatten. Das darf man halt auch nicht vergessen. Windschatten bringt hier richtig viel. Und zwar wirklich richtig viel. So, da bremse ich dann kurz zur Kurve hin. Also, da verlieren die richtig viel. Und dafür verliere ich dann wieder hier am Ausgang sehr, sehr viel. Jetzt sind wir hier in diesem wieder langsamen Abschnitt. Also eine Strecke lerne ich eigentlich vom Layout relativ schnell. Da brauche ich in der Regel nur 5 Minuten oder so. Oder 5 Runden. Besser gesagt, dann habe ich die schon drin. Aber 13 sind schon viel. Und jetzt sind wir hier halt auf dieser langen Geraden. Und da sieht man es auch schon, da kommt... Da kommt halt alles auf dem Schwung an. Ist egal, in welcher Serie du bist. Okay, das war jetzt schlecht gefahren. Ja, da habe ich wieder die Lenkung aufgemacht. Da komme ich viel zu weit raus. Und das kostet mir am Ende wieder die gesamte Zeit. Ja. Das war zum Beispiel jetzt extrem schön gefahren. Schön auf die Legallinie. Die kannst du voll gehen. Die nicht. Und bei weitem nicht. Die macht noch zu. Man kann natürlich auch links die Streckenkarte benutzen, wenn man die Strecke nicht kennt. Also das mit den gekoppelten Bremsen ist auf jeden Fall für mich eine große Erleichterung. Erleichterung auch. Natürlich haben wir dann jegliche Art von Simulation an, die möglich ist. Also, wie gesagt, Reifensimulation ist an.
Also ich finde es interessant, dass ich hier auf die beiden eigentlich nichts verliere. Obwohl die sich ja nicht gegenseitig so ein bisschen pushen mit dem Windschatten. Boah, da bin ich viel zu früh ans Vollgas wieder gegangen. Da wollte ich zu viel. Da habe ich gerade die Kurve macht nicht so eklatant dicht. Ja, also man sieht das auch schon, was hier Windschatten bringt. Ja, die Kurve muss ich ein bisschen weiter ausfahren. Also von weiter außen anfahren. Klar, das Abkürzen möchte ich eigentlich vermeiden, wenn es geht. Und zwar wirklich, wenn es geht. Auch hier im dritten Sektor verliere ich Zeit. Aber auf die zwei hier vorne, da hole ich auf. Sind die nur 24 oder 23 oder wie muss ich das momentan verstehen? Also ich möchte eigentlich die Trainingsfolge so der... Also die Folgen soll maximal 20 Minuten lang werden. Und wieder vergeige ich hier die letzte Kurve. Die machen zwar unheimlich viel Spaß, aber du kannst da ja alles liegen lassen. Alles liegen lassen. Ja, du liegst, da kannst du alles verlieren wieder. Eins, ja, 5 Zehntel. Obwohl ich da jetzt nicht mehr so viel Zeit liegen lasse, aber es ist immer noch viel zu viel. So, die geht voll. Hier muss ich bremsen. Ja, perfekt. Im Training immer so ein bisschen die Strecke kennenlernen. Ich denke mal, dass viele von euch die schon kennen. Na gut, in der MotoGP ist das Bike um einiges anspruchsvoller, bin ich alles schon gefahren. Das Einzige, was ich noch nicht gefahren bin, ist die Moto2-Klasse. Um zu sehen, wie die so ist. Aber mit denen hier komme ich doch sehr gut zurecht. Besser in dem ersten Sektor. Was ich auf jeden Fall mal verbessern möchte, ist, dass das Bike... weniger untersteuern ist jetzt der falsche Ausdruck. Das ist einfach, dass man, es ist einfach schneller, dass man schnell die Seite wechseln kann. Da bin ich am Scheitelpunkt am langsamsten. So, diesmal fehlt mir dann die Orientierung gleich über der Windschatten. Weil, ja, genau hier. Hier muss die Übersetzung super sein. Vom Bike, dass du wirklich schnell wenden kannst. Also wirklich wupp und bis auf der anderen Seite, weil sonst, ja, schiebt das Bike quasi. Und das ist gar nichts. Das kostet Zeit. Ja. Ich versuche das Gas ein bisschen mehr zu dosieren. Trotzdem verliere ich hier wieder Zeit. Im letzten Abschnitt. Und das reicht dann, oh, knapp für die schnellste Zeit. Also es hat gereicht, also so viel verliere ich dann gar nicht im Schlusssektor. 2-1-0, beste Zeit. Damit bin ich dann doch sehr zufrieden, weil die Strecke, die habe ich jetzt gelernt. Also ich kenne die Kurven, ich weiß ungefähr, wie ich welche Kurve anbremsen muss. Das ist super, die geht zum Beispiel voll. Da muss man hier irgendwo den Punkt finden nachher. Im Qualify und im Rennen sowieso. Also wenn ich mich hier mit den zwei schon so gut duellieren kann, dann hoffe ich, dass das im Rennen gleich genauso gut aussieht. Ich glaube nicht, dass es hier regnen wird, wie beim ersten Mal. Sieht dann doch sehr, ja, nach Wüste aus. Obwohl wir sind hier in Spanien, da gibt es keine Wüste. Aber es wirkt so. Oder es ist Sand, und das ist aber auch eine Wüste. Es wirkt auf jeden Fall so wie bei einer Wüste. Alter, wie ich da jetzt wieder an die Beine rangekommen bin. Zumal meine schnellste Runde gar nicht wirklich mit den besten Reifen war. Hier habe ich sogar jetzt auch nochmal eine Zehntel gewonnen. Ich weiß auch nicht, da ist so eine kleine Unebenheit drin. Ja, gut, man kann die Kurve so fahren. Ist auch eine Maßnahme. So, den Konkurrent mal kurz anschieben. Und dann mal schauen, was die Maschine im Windschatten... Oh ja, den wechsel sofort. Den Windschatten. Aber auf jeden Fall, ich möchte mal kurz was am Setup verändern. Aber das werde ich dann erst im Qualifying versuchen anzugehen. Was
ich auch noch gerne wissen will, wollt ihr Warm-Up sehen? Also momentan ist noch ein Warm-Up möglich. Ich glaube, jetzt hier links ist gleich die Box der ersten Einfahrt. Jawohl. Richtig gesehen. Indem man mit Vollgas reinbrettern darf. Das waren jetzt schon gute 20 Minuten. Ja, knappe 20 Minuten. Nur Training. Mich würde mal gerne interessieren, wie wollt ihr das Training sehen oder wollt ihr das Training nicht sehen? Momentan bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, wie ich die ganzen Sachen machen möchte. Also, wir machen die Einleitungen, machen Richtungswechsel. Das ist sehr langsam. Ja. Und das kann er dann gerne machen und das kostet mir auch, ich glaube, keine Zeit mehr. Ja. Ja. Oder? Doch, es kostet mir Zeit, es wird aber nicht angezeigt. So, das sind die Veränderungen, die ich gerne mal gleich ausprobieren möchte. Aber wir gehen zum Qualifying über. Wir haben die schnellste Zeit knapp und die Zeitabschnitte, alter Schwede. Der 9. und der 10. sind gleich schnell. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Aber wie gesagt, es ist nur Training. Eine 2-1-0. Das merken wir uns mal für das Qualifying.